Was machst du? Oh, making a toilet for the cat. Ein Katzenklo. Sing mal Katzenklo, Katzenklo. Ja, das macht die Katze froh. Und bist du aufgeregt? Ja. Yeah. Shanayne is coming. So heißt sie übrigens. Shanayne. Na, ihr? Hier haben wir schon das Empfangskomitee. Ja. War doch die richtige ausgesucht. Hallo. Ja, ich sehe die richtige. Oh. Sie haben sich toll entwickelt. Mhm. Oh. Sie sitzt immer bei mir. Ach, hängt gut. Auf mir. Ist interessant, mein Kameradinge. Immer. Wird schon der Käfig ausgetestet hier? Süß. Tough ist sie. Wow. Oh. So, Shanayne. Da bist du da drin. Die ist nicht ganz sie so. Sie möchte lieber happy. Raus wieder, ne? Deswegen fahren wir jetzt schnell nach Hause, damit wir sie freilassen können. Dann kann sie ihre neue Umgebung alles mal abchecken. Sie ist ein bisschen gestresst, glaube ich. Sie mag das nicht, in dem Korb zu sein. Das erste Mal von zu Hause weg, von den ganzen Geschwistern. Ja, gleich sind wir da, ne, Shanayne? Und dann ist gut. So, und? War ein bisschen stressig, ehrlich gesagt. Ach, das war nicht. Sie hat ein bisschen gemietzt. Weil sie, glaube ich, nicht so gerne im Auto war. Aber jetzt ist sie still, ne? In den nächsten Raum, damit sie den auch kennenlernt. Shanayne? Was ist hier? Badezimmer gibt's auch. Und das ist dein Badezimmer. Das ist unser selbstgemachter Katzenbaum. Da haben wir so eine Tonne. Da eine Stange mit so zum Kratzen und da verschiedene Stufen. Das haben wir selbst gemacht aus einem IKEA-Regal. Stolmen heißt das und oben ist eine ganz große Fläche und dann haben wir einfach Lazy Susans, das sind solche Untersetzer von IKEA auch, genommen, haben die weiß angemalt oder angesprayt und dann hier eine Matte drauf geklebt. So aus, dann kann sie von der Tonne auf die einzelnen Stufen springen. Und oben ist die Stange an der Decke festgemacht, hier in der Tonne. Da kann sie dann auch hier durch. Unten hat sie auch noch so ein Ding zum Liegen. Hm? Sollen wir sie mal da drauf setzen, mal gucken, was sie macht. Komm, du weißt wohl. Du kannst das.
Das schaut dann. Denn da oben traut sie sich, glaube ich, nicht. Du hast ein bisschen zu hoch für sie. Sie guckt aus dem Fenster. Was siehst du da? Sind da Tauben? Don't jump down here. Hier. No, no, no. Hier. Hui. Was ist da? Was ist da? Oh, du musst das Klischee, das stimmt, ne? Yeah. Because they like to be on your lap, but when your laptop is on your lap, then they're just like, okay. Schnelle hat, glaube ich, auch Interesse am Computer. Sie verfolgt die Maus. Guck mal, da bist du ja. Oh. Oh, sie benutzt das. Oh. Du bist gut erzogen, ne? Schneene. Oh, plopp. Und jetzt verscharrt sie es, oder was? Oh. Ich glaube, da ist jemand müde. So der erste Tag und die fühlt sich schon ganz wohl hier, oder? Ja, ich glaube, sie ist hier gut aufgehoben. Und natürlich die Sternmatte, weil sie ist nämlich ein kleiner Star. Jetzt geht's ab ins Bett, ne? Ja, es geht ab ins Bett. Also so ein Schnurren heißt ja, dass sie sich wohlfühlt. Da haben wir wohl alles richtig gemacht. Also erster Tag überstanden. Check. Also jetzt habt nur einen schönen Morgen, schönen Abend. Was auch immer, bis dann und tschüss. Der kann nur den Abschluss nicht ciao so sagen. Ciao. Ciao. Und dann davor halten. Ciao.